Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von KSP. Heute Mars Rover Mission, oder der Eve Rover Mission erstmal. Als erstes, ich hatte in der letzten Folge hatte ich ja gesagt, wie cool es wäre, wenn ich so einen Timer hätte. Ich hatte schon einen Timer, der Mod ist schon drin. Oder ist das Standard? Ich weiß es gar nicht. Entweder ich habe den Mod schon mit reingepackt gehabt, habe es noch nicht gecheckt oder habe es vergessen. Ist möglich. Oder ist es Standard im Spiel jetzt? Ich habe die beiden Rover hier schon mal reingeschmissen. Der Eve Rover kommt zuerst, ist die Frage. Wollen wir einmal ein bisschen vorspulen und gucken? Wäre natürlich noch den Asteroiden. Wobei ich muss sagen, ich habe noch ein paar der Asteroiden gespottet. Und irgendwie kommt keiner so richtig dadurch. Also von kleineren jetzt. Ich habe jetzt gezielt nach kleineren Asteroiden gesucht. Wir können noch mal ganz kurz die anderen spotten, die größeren. So. Genau. Auch der große hier, den wir am Wickelsch hatten, nee, das war der hier, ne? Der kommt noch, aber wir spotten die jetzt mal alle und gucken, ob einer von denen vielleicht in einem besseren Winkel bei Kirbin in die Gravitation eindreht. Oh, guck mal! Ach, guck, ach, guck, ach, guck. Er hier. Was mit ihm hier? Er auch, aber nur kürzer. Er hat ein richtig langes Fenster. Okay, das ist natürlich interesting. Wo ist... lass mich mal kurz gucken. Asteroidensonde. Wir steuern die mal ganz kurz. Und gucken mal, in welchem Winkel der durch das Kurbelsystem da speeden würde. Und ansonsten würde ich heute gerne halt wirklich so einen Rover machen. Ich würde gerne vorspulen. Ich würde das gerne. Ich finde das ganz cool. Da wir können noch andere Sonden auf den Weg bringen oder so. Aber ich fände es toll. Ich würde gerne einen Rover machen. Ich würde gerne irgendwas Produktives tun. Der hier war das, oder? Yep, der war das, glaube ich. Auch so. Alter, warum sind die alle so? Oh, hier oben ist noch einer aufgetaucht. Lul. Er kommt näher ran, der andere ist weiter draußen. War hier nicht gerade noch einer? Warte mal, der hier noch, oder? Der hier auch. Es kommt auch so. Ne, warte mal, das ist der. Warte mal, war das der hier? Wir warten das jetzt. Hier gab es dann noch einen. Die nicht, glaube ich, ne? Die waren alle. Ne, die waren alle nix. Der hier war es noch. Ja! Okay. Also, das ist ja noch beschissener. Aber. Der wäre vom Winkel her gar nicht so scheiße. Aber der ist halt zu weit weg. Da habe ich halt einen zu kleinen Spielraum. Das ist halt ein bisschen scheiße. Ah, näher wäre mir schon lieber, wenn ich ehrlich bin. Ah, näher wäre mir lieber. Es ist hier noch einer aufgetaucht, ne? Hier hinten ist auch noch einer. Okay. Wo kommt er denn jetzt her? Also mit den Asteroiden momentan ist schwierig. Vielleicht versuchen wir das dann wirklich irgendwie außerhalb nochmal. Also dass ich den kleinen Asteroidenfänger rausschicke und gucke, dass ich hier auf dieser Ebene versuche einzucatchen. What are you? Okay, das ist aber kein Komet, oder? Das ist ein Komet? Das ist kein Komet. Oh, da haben wir noch einen Kandidaten. Da
3 Millionen? Das ist nah. Wir haben noch einen Kandidaten. Noch ein Kandidat. Oh, das kommt sogar relativ zeitig. Ich werde es jetzt eh vergessen, welche das waren. Oh, der auch noch. Der schlägt ein. Der schlägt ein. Nein. Nein, der schlägt ein. Wie cool ist das denn? Es wäre irgendwie cool, wenn ich den catchen könnte vorher. Okay, wait a second. Boah, wenn wir den gecatcht kriegen. Wenn wir, oh, das wäre ja. Stellt euch vor, ja. Asteroid vom Kurs abgebracht. Einschlag verhindert. Oh mein Gott, wäre das gut. Ich glaube, dafür müsste ich noch einen, also einen anderen, also das schafft die Sonde nicht. Das ist ja bloß eine kleine Testsonde. Die soll jetzt keinen Asteroiden aufhalten. Hier unten ist noch ein Fragezeichen aufgetaucht. Lol. Mich. Okay. Das war der ganz oben als Ziel setzen. Nee, der war es nicht. Hier ist noch ein Fragezeichen. Wo zum Geier? Ja, das ist der, der einschlagen wird. Oh mein Gott, wie cool ist das? Also, ich find's cool. Eigentlich müsste ich versuchen, den hier außen zu catchen, bevor er hier, ne? Aber da komme ich nicht hin. Ich komme niemals hin, bevor er einschlägt. Never. Da müsste ich direkt drauf zusteuern und die Sonde reinjagen, damit er irgendwie abgelenkt wird. Scheiße. Ist er groß? Ich kann nicht mehr sehen, ob er groß ist. Shit. Ja gut, also wir haben den Kandidaten. Stimmt, der hier unten war noch ein Kandidat, oder? Ja, komm, ist ja auch wieder so. Ich muss die jetzt leider alle durchgehen, weil ich nicht mehr weiß, wer die Kandidaten waren. Oh, oben. Oh, der ist gar nicht so weit. Ja, da. Ah, der ist auch eine Ecke weg, ne? Scheiße. Es gibt ein paar interessante Kandidaten. Guess. Was ist mit ihm hier unten? Nee. Jetzt habe ich wieder hier hingeklickt, ey. Ich will. Lass mich auf Kürbeln klicken. Spiel, bitte. Und das ist der, der einschlagen wird, ja, ne? Nee, das war doch der hier. Nee, das war er. Nee, das war er. Genau. Das war der, der so nah war. Ich kann mich bestimmt auch irgendwie easy wieder zentrieren. Die Frage ist nur. Ah, jetzt. Oh, der ist doch gut. Oh, der ist gut. Das kann ich aber erst machen, wenn er eintritt. Ins. Oh, warte. Er wird hier eintreten. In 2 Tagen wird er hier sein. Er braucht einen Tag für die Nummer, also er wird übelst schnell sein. Das ist schlecht. Dann werde ich mir einen Timer machen in. Ja gut.
Er müsste halt hier eintreten in die. Ach. Ich glaube, ich muss dafür rausgehen, um die zu catchen, weil hier drinne, das ist halt so riskant. Ich weiß nicht, ob ich die da kriege. Und den, der einschlagen wird, den sowieso nicht. Dann mache ich für den, der einschlagen wird, nochmal eine andere Sonde, eine separate und besuche den. Ich kann den never aufhalten. Ich kann ihn halt leider never aufhalten. Außer ich kriege ihn außerhalb von Kürbel. Aber da werde ich ihn nicht mehr kriegen. Oder er ist ja auf relativ selber Höhe, wenn ich jetzt hier bin. Ich bin hier mit der Sonde, so auf so einer Bahn. Und ich gebe halt Gas, dass ich ihn kriege. Wobei, da müsste ich halt da drüben Gas geben. Das kannst du sowas von vergessen. Den kriege ich nicht. Den kriege ich sowas von nicht. Das ärgert mich so. Ich würde ihn gerne catchen. Ich will aber heute definitiv irgendwas machen in der Folge. Wo schlägt er denn ein? Irgendwo im Ozean. Ja, ich jetzt wüsste, ob er groß ist oder nicht, ne? Das kostet wieder übelst viel Treibstoff. Passt das so in etwa? Nicht direkt. Oh Scheiße, auf falsche Seite gesetzt. Ich kann ihn halt nirgendwo ablenken. Das wird nichts. Das brauche ich nicht versuchen. Ich kann den Einschlag einfach nicht verhindern. Ja, das wird das Ende der Kürbelheit sein, glaube ich. Das wird einfach das Ende sein. Oh. Was? Warum habe ich jetzt Gas gegeben? Oh, ich bin auf die Taste gekommen, lol. Ich wollte nicht Gas geben. Hoppala. Richte dich mal bitte. Hast Zeit. Kein Stress. Okay. Da werde ich nichts machen können gerade. Wir können maximal die Sonde nach außen bringen. Also raus aus dem System und gucken, ob wir da irgendwas ausrichten könnten. Kann ich. MacJab, hilf mir mal ganz kurz. Wenn ich jetzt sagen würde, Match Planet ist da. Ja, er kommt ja nicht dahin. Ein Error Corrupted Kitty Nerd. Is this possible? Oh, er hat was getan. Er hat versucht, was zu tun, aber es macht keinen Sinn, was er versucht zu tun. Nicht so richtig, jedenfalls. Macht das Sinn, was er hier versucht? Void Sovereignty. Void Sovereignty? Using this mode. Ich wollte gerade so rumprobieren. Same Sphere, ja, ich weiß, es ist schwierig. Ich glaube, wir geben einfach Gas und ich probiere einfach mal vielleicht außerhalb irgendeinen Asteroiden zu catchen.
Wie viel RFS habe ich dabei? Ich habe ein bisschen was dabei, oder? Ein bisschen was habe ich dabei. Wir schicken das mal raus. Ich würde das mal ein bisschen probieren. Also die Erkenntnis, dass mir ein Einschlag bevorsteht, ist schon ein bisschen. Dass da ein Einschlag bevorsteht, ist so ein bisschen schwierig, möchte ich anmerken. Weiß ich noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich ärgere mich, dass man halt nicht verhindern werden kann. Es wäre auch cool, wenn man die Sonde einfach da reinjagen könnte, um einfach seine Bahn ein bisschen zu verändern, dass er nicht in Kerbin reinjagt. Aber stell dir mal vor, es gäbe hier so ein System auf Kerbin auch, dass wenn ein zu krasser Asteroid irgendwie reinjagt, dann ist er nämlich vorbei. Das wäre arschig. Das wäre cool, aber das wäre irgendwie bitter. Ob es so ein Mod dafür gibt? Nein, das wäre böse, weil dann stehst du mega unter Zeitdruck. Dann musst du das hinkriegen, den abzulenken. Weil wenn du halt sagst, du spielst Hardcore-Mode und kannst nicht zurücksetzen, dann hast du halt nur eine effektive Chance, den wegzumachen. Außer du hast übelst viel Vorlaufzeit, wirklich Jahre, Jahrzehnte oder so. Dann könnte man ja sagen, man könnte ein paar Missionen probieren und starten und machen. Dann gängs. Aber wenn man dann weiß, so, jo, in 6 Monaten knallt's, dann hast du halt hier keine Chance, in Kürbel wirklich effektiv was zu machen. Vielleicht hättest du sogar eine Chance. Irgendwie, aber wie, ist halt die Frage. Wir verziehen uns jetzt raus zu. SRS bitte an. Danke. Alles off, alles da, sehr schön. Okay, die habe ich da angebracht. Okay, das habe ich denn da geritten. Hier vorspulen, let's go. Wir gucken mal, ob wir irgendeinen Asteroiden in irgendeiner Form catchen könnten. Rein hypothetisch. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe das halt noch nie so wirklich gemacht mit so einem Asteroiden-Catchen und so. Ich muss das halt erstmal wirklich ein bisschen probieren. Und also das ist halt meine erste Asteroiden-Sonde seit Jahren. Seitdem ich wieder KSP spiele. Ich glaube, ich habe in meiner Zeit, wo ich wirklich aktiv schon mal KSP gespielt habe. Oh Gott. Ich habe, glaube ich, auch effektiv bloß einen einzigen Asteroiden je gecatcht. Und ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Noch mehr Haufen neue Fragezeichen. Ei. Okay. Aber noch kein Komet dabei oder sowas, wa? Riesig. Gigantisch. Okay, gucken wir einfach mal. So, wir haben jetzt. Das geht nicht, weil es. Ja, okay. Wir haben jetzt den hier noch. Das ist noch der, der einschlagen wird. Vielleicht kriegen wir den. Also ich muss ja Home and Transfer machen, ne? Würde ich wieder in die Kürbin. Hä? Ich krieg den nicht. Krieg ich den? Der hatte ja auch einen Catch-up-Remove.
Create Note. Ich würde auf jeden Fall wieder in die Kirbin-Atmosphäre eintreten. Hier würde ich wieder aus der Kirbin-Atmosphäre austreten. Ne, Kirbin-Flucht. Ich würde mehrmals wieder eintreten und wieder austreten. Warte mal, wäre es vielleicht effektiver, wenn ich... Geht das? Ja, dann suche ich mir ein. Warte mal. Wo kommt hier ein Fragezeichen auf einmal her? Die schlugen alle ein. Okay. Da drüben macht er ein Manöver. Wir gucken mal, was passiert. Ich bin neugierig. In 279 Tagen. Ja gut, damit ist das trotzdem am ehesten. Das heißt, wir können das easy machen. Okay, wir probieren es jetzt mal. Wir haben ja circa... Wir haben über ein Jahr für die armen Mission eigentlich Zeit. Also alles gut. Wir können das jetzt hier einmal probieren. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Asteroid war. Aber auf 100 Meter ran wäre schon geil. Die Sache ist, ich hoffe, hier ist halt nicht das größte, die größte Kommunikationssachen dran, ne? Ich hoffe, das klappt, dass wir da überhaupt noch Kommunikation haben. Das könnte nämlich wieder mit der Sonne ein echtes Problem werden. Das ist nämlich nur das hier. Das ist halt nicht das Beste vom Besten, ne? Das ist eher die zweite Wahl. Bewaffnet das schon mal hier. Für den Fall, dass ich da irgendwie hinkomme, dann ganz schnell catch. Catch me if you can und so. Oh, wir spulen gerade vor. Holy shit, spulen wir vor. Habe ich noch Kommunikation? Ich habe noch Kommunikation. Kirbin ist die ganze Zeit neben mir. Oh Gott. Ah, ist die ganze Zeit neben mir. Kommunikation. Ja, Strom ist gerade das Problem. Ja, wahrscheinlich, weil das hier aktiv ist. Okay, hast du mir überlegt, Endwaffe nochmal bitte. Er ist weg. Der Asteroid ist weg. Willst du mich rollen? Der ist in Kirbin reingekracht. Okay, wir probieren es nochmal. Kann ich nicht hier außen irgendeinen Asteroiden catchen? Das ist doch, das muss doch machbar sein. Oh, dort oben ist schon nicht mehr ein Jahr, ne? Die Eve-Sonde ist bald. Die hat mal Manöver. 150 Tagen. Okay. Also der Rover ist mir wichtiger als die Sonde, ne? Das muss ich mal kurz anmerken. Also wenn es drauf ankommt, dann landen wir den Rover bei Eve, weil das wäre geil. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, wo bei Eve kein Wasser ist. Aber gut, das ist halt so ein Problem, ne? Es wäre halt so einfach zu sagen, ja, ich mache einen Quicksave und wenn ich nicht das Wasser, also wenn ich nicht das Land treffe, dann mache ich halt nochmal, dann lade ich halt kurz mal neu. Oh, scheiße, warte mal. Fällt gerade was ein.
Die Teleskope müssen ja auch noch Gas geben. Die habe ich vergessen einzutragen. Ja gut, da fliegen die ja nochmal eine Runde. Scheiß drauf. Müssten Kometen die eigentlich in die übelste Bahn ziehen? Also nicht so eine Bahn, sondern so eine Bahn? Die müssten doch irgendwie besonders sein, ne? Ich glaube. Da ist wieder einer aufgetaucht. Okay, hier kommt gleich ein Manöver. Das ist erstmal nur ein Anpassungsmanöver, das ist ja noch nicht dieses wir fliegen jetzt hin Manöver. Oh Gott, ey. Hoffentlich geht das gut. Warte mal, hier drüben. Ne, Periaps das Ding, okay. Jetzt hatte ich den Monoprop dafür, was ist das denn für eine Nummer? Hör auf. Ich brauche den Monoprop noch, um an den Asteroiden ranzukommen und anzudocken. Das Ding ist, das hier, ne? Die Sonde, das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen, wir kriegen das nicht wieder. Also, mit der kleinen Sonde werde ich das niemals zurückholen können. Wobei jetzt. Was ist das hier? Wahrscheinlich nicht. Okay. Merkst du? Was tut MagChip gerade? Okay, ich glaube, das wird irgendwie gerade nichts. Das kriegt MagChip, glaube ich, gerade nicht gebacken. So wie es aussieht. Hallo, MagChip! Magic Planes. Ja, dann mach doch. Nee. Ihr macht halt nichts. Ich kann steuern. Hä? Das Ziel ist doch noch da, oder? Jetzt macht er was. Oder? Nee, er macht nichts. Wo macht er denn nichts? Ach, bei dem macht er auf einmal wieder was. Okay, dann mach halt den. Okay, dann machen wir halt den. Ach Gott. Hoffentlich geht das gut. Es geht safe nicht gut. Wann ist denn das Manöver? In 188 Tagen. Nach dem Manöver würde ich dann, glaube ich, erstmal das nächste Manöver für Eve machen. Das ist halt das Problem, dass man das hier nicht so planen kann, ne? Das muss ich erstmal disengagen dann. Ja, Strom, 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 Strom. Hä, sind die alle geblockt oder was? Hä, ist doch voll in Sonne. Ich frag gar nicht nach. Da haben wir keine Connection. Doch. Doch, ist genau über uns, Körbe. Ist doch alles gut. Hui. Ist eine ganz schöne Chaosbahn hier, was hier rumfliegt, ey. Wir kriegen die ganze Zeit Stuff, ey. Oh, herrlich. Ich gebe nicht auf, Asteroiden zu catchen. Ich will Asteroiden catchen. Ich will einen Kometen catchen. Oh, einen Kometen catchen wäre insane. Stell dir mal vor, wir bringen den Kometen in den Orbit um Kirben. Alter, wäre das mega geil. So. Let's go. Lass uns mal ganz kurz noch alles machen hier.
Ja, in 24 Tagen, wir müssten nämlich dann den Eve Rover. Als nächstes machen. Der packt, glaube ich, noch im Orbit um Körbe, ne? Gut, dann hat er nachher wieder richtig Zeit eigentlich. Ich muss noch jetzt hier gleich disengagen. Disengagen, später wieder engagen. Das ist der ganz außen. Er macht schon wieder kein neues, ne? Er macht so, er matcht und dann ist aber vorbei. Okay. Muss ich später mal gucken. Ich lasse es einfach mal so fliegen und da kann man gerade nichts machen. Irgendwie wird das schon. Hoffe ich. Irgendwie muss es werden. Scheiße, ich will das. Ich will den Asteroiden catchen. Ich will. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Irgendwann kriege ich das schon hin, der Asteroid. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um den Eve Rover.